Ich erinnere mich an eine Konfirmandenfahrt. Ich war selber noch Konfirmand und natürlich haben auch wir nachts nicht geschlafen. Und weil es damals noch keine Geräte gab, mit denen man Musik hören, Filme schauen oder chatten konnte, haben wir einfach miteinander geredet. Und eine dieser Fragen, die uns lange wachgehalten hat: Stell dir vor, du weißt, dass du nur noch kurze Zeit zu leben hast. Was machst du alles? Damals waren wir jung, das Jahr 2000 war noch ganz weit weg und natürlich wussten wir alle, wir würden noch ewig leben. Aber die Diskussion brachte ganz unterschiedliche Ergebnisse. Sie lassen sich in drei Schubfächer einsortieren. Das eine, nach mir die Sintflut. Wenn ich weiß, dass ich nur noch kurze Zeit zu leben habe, dann mache ich nochmal richtig einen drauf, dann ist mir alles egal. Dann wische ich dem Lehrer, den ich nicht leiden kann, noch eins aus. Dann begehe ich noch einen Banküberfall, denn die Strafe wird mich ja nicht mehr treffen. Ein anderer, der dann sagte, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, dann will ich noch irgendwas ganz Wichtiges machen. Eine Heldentat vollbringen, dass man immer an mich denkt, dass mein Name nicht vergessen wird. Und die dritte Variante, dann erfülle ich mir alle meine Träume, das, was bisher noch nicht möglich ist. Die Träume damals bei 12-Jährigen waren natürlich andere als heute. Dann fahre ich mal mit dem Motorrad, dann fahre ich mal mit dem Auto, dann genieße ich das Leben so richtig. Was machen wir, wenn wir wissen, wir haben nur noch eine begrenzte Zeit zu leben? Als Erwachsene hat die Frage ein anderes Gewicht. Als Erwachsene wissen wir, unser Leben ist wirklich begrenzt und wir wissen es nicht nur vom Verstand her, sondern auch vom Gefühl. Was also machen wir? Da gibt es manche Erwachsene, die ihr Leben lang einen Traum vor sich herschieben, die etwas Besonderes machen wollen und dann immer sagen, später einmal mache ich das. Und es ist der Klassiker, dann, wenn der Ruhestand eintritt und man es machen will, dann kommt etwas dazwischen. Die Krankheit, dass es nicht mehr möglich ist, etwas zu tun. Wissen, dass wir sterben müssen. Die Karwoche, sie bringt uns dazu, uns auch damit auseinanderzusetzen, dass unser Leben begrenzt ist. Was machen wir damit? Die eine Lehre, die wir daraus ziehen, schieben wir nichts auf die lange Bank. Das, was uns wichtig ist, so wichtig, dass wir es unbedingt noch machen sollen, das sollten wir gleich in Angriff nehmen. Den Streit, der uns beschäftigt, sollten wir gleich ausräumen. Nutzen wir die Zeit, die uns gegeben ist. Und die Erfahrung sagt, wer nichts vor sich herschiebt, sondern so lebt, als wäre jeder Tag der letzte, der kostet das Leben ganz anders aus. Und vor allen Dingen, die Angst, über etwas nachzudenken, sie raubt uns so viel Kraft, so viel Zeit. Die Karwoche lädt uns dazu ein. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der Allertreusten fliege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken, erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. Mach end, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.